Wir kommen zum Delfin. Wusstet ihr, dass Delfine Säugetiere wie wir sind? Sie sind gar keine Fische, obwohl sie im Meer schwimmen. Sie atmen wie wir durch die Lunge. Und wenn wir den Delfin gemeinsam üben, dann kriegen wir Kraft in den Armen und in den Oberkörper. Komm, wir probieren es mal zusammen. Kommt in die Ausgangsstellung, den Vierfüßlerstand. Jetzt legt ihr eure Unterarme auf der Matte ab, geht runter. Jetzt greift ihr eure Ellbogen. Wenn ihr die habt, dann habt ihr nämlich den richtigen Abstand. Jetzt streckt ihr eure Hände nach vorne und verschränkt sie ineinander. Vor euch ergibt das jetzt ein Dreieck. Jetzt schiebt ihr euren Popo wie beim Berg oder bei dem herabschauenden Hund nach oben. Der Rücken wird ganz, ganz lang. Ihr könnt versuchen, eure Fersen auf die Matte zu drücken. Den Popo ganz weit nach oben schieben. Prima. Und jetzt taucht der Delfin in das Wasser ein. Und das geht so. Eintauchen, nach vorne. Die Stirn darf die Matte berühren. Und wieder nach oben schieben. Prima. Noch einmal. Der Delfin taucht in das Wasser ein. Und wieder hochschieben. Perfekt. Und schafft ihr eine dritte Runde? Der Delfin taucht in das Wasser ein und er schiebt sich wieder hoch. Das ist schon ganz schön anstrengend. Kommt wieder auf die Knie, setzt euch auf die Fersen, macht eure Arme lang, streckt sie aus, Stirn auf die Matte, zieht euch ganz lang, atmet in Ruhe ein und wieder aus. Ein und wieder aus. Kommt nach oben. Und wer Lust hat, kann noch eine Runde schwimmen.